Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Nee. Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut. Ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Ja, aber das könnte, glaube ich, ich gehe dann mal. Durchaus zum Problem werden. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Sehr gut. Wahrscheinlich werde ich das. Mal gucken. Also, wo das Kaninchen ist, ist klar. Das Kaninchen, das haben wir direkt hier. Und den Zylinder, den hat man gesehen gehabt bei. Komm, Kleiner, ich tu dir nichts. Ich brauch dich nur ganz kurz. Keine Chance. So lässt es sich nicht einfangen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Ich soll das Kaninchen mit einem Lasso einfangen? Ja, das war meine Idee. Das wird nicht. Sehr gut. Ah, okay. Ist jetzt auch die Frage, wie wir das mit dem Kaninchen hinkriegen. Ah, das ist echt alles... Es wird halt zunehmend kniffliger. Ich merke das schon. Aber ich hab... Sag mal, hat der Baum hier Achselhaar? Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Ach, herrlich. Ah, schön. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen abfeiern. So, jetzt kann ich es auch nehmen. Ich hab sie. Wuhu. So muss das laufen. Sehr gut. Da holen wir uns jetzt noch die Zylinder. Und mit was können wir denn das Kaninchen in den Zylinder kriegen? Wir können versuchen, den Zylinder auf das Kaninchen zu werfen. So, im Prinzip kannst du dir direkt nehmen hier. Ein Zylinder? Ich komme leider nicht dran. Natürlich nicht, aber du kannst ihn ja fragen. Tag, Tod. Hallo. Das Ding da auf dem Regal, das ist ein Zylinder, oder? Du bist ja ein ganz Schlauer. Naja, ich bin ein Gnom von Welt. Er gehörte meinem Vater. Er hat ihn ständig getragen. Er war Totengräber. Ihr Vater war nicht der Tod? Nein, ich war der Erste in der Familie, der zur Uni gegangen ist. Was sollte denn das für eine Uni sein? Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein, Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Es ist ein altes Familienerbstück. Oh. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur, ich habe so lange darauf gewartet. Und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Ja, sportlich. Es sieht jetzt nicht so aus, als wenn er noch abnehmen müsste. Dann sag ich mal, so ein Hobby suchen wäre ganz gut. Sie könnten sich ein interessantes Hobby suchen. Krötenzucht zum Beispiel. Ich mag keine Tiere. Oder Sie könnten etwas sammeln. Ich sammle schon jetzt die letzten Worte von Sterbenden.
Bisher habe ich null. Oder Sie könnten anfangen zu lesen. Im einzigen Buch, das mich interessiert, gibt es nur leere Seiten. Ich glaube, Hobbys sind nichts für mich. Oh, dann vielleicht einen anderen Beruf umschulen. Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden, eigene Entscheidungen treffen. Genau, es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Ja, irgendwas, was deinen Qualifikationen entspricht. Ne? Sie haben eine Modifikation sehr gut im Modebusiness. Vielleicht können Sie Auftragskiller werden. Sie könnten sich für Gold im Biologieunterricht. Also, nach wie vor macht ihm ja Töten Spaß. Sie können eigentlich Auftragskiller werden. Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Das ist es. Was? Lebendbestattungen. Hä? Ich werde Totengräber, wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren. Das ist echt eine Frage. Also danach. Ich kann mich verstehen, dass der Nachfragemarkt besonders groß ist. Aber wer will schon lebendig begraben werden? Da gibt es eine Menge Leute. Junge Leute, die von ihren Freunden blamiert wurden. Alte Stars, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Reiche Ehemänner. Was für ein Interesse hätten reiche Ehemänner, sich begraben zu lassen? Gar keins. Die zukünftigen Witwen aber schon. Wer die Rechnung zahlt, ist schließlich Nebensache. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen. Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Hat sie das? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Ich bin mir nicht gerade sicher, ob ich da in Ihrem Firmennamen mit auftauchen möchte. Wir müssen nochmal über den Namen reden. Hi. Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Ich hätte nach wie vor gern noch den Zylinder. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Auf gar keinen Fall. Ich dachte, wir sind jetzt Partner. Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja... Beeil dich. Ich will mit den Tests loslegen. Und was sind für Tests? Ich gehe dann mal weiterarbeiten. Ja, Zeit ist Geld. Ist er jetzt abgelenkt? Ich versuch das mal. Okay, es funktioniert nicht. Oh Gott. Wer hat denn hier Kohle? Also Kohle müssten eventuell zwei haben. Der, dem ich es gegeben habe, und der, von dem ich es bekommen habe. Fang mal an. Wir fangen mal hier an. So, lass uns nochmal über Geld reden. Ich könnte ja nochmal ans Glücksrad gehen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun?
Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Ich sehe gerade Parallelen zum amerikanischen Finanzmarkt. Das ist ein bisschen so wie eine kleine Metakritik. Eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht weiter ausreden. Das reicht mir eigentlich schon. Ich gehe dann mal. Die Frage ist jetzt nur noch, wie... Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Yeah. Bis dann. Okay. Sigi, geht es gut, denke ich. Das sind Käfige, die können wir doch eigentlich mitnehmen, oder etwa nicht? Oh, irgendwas, mit dem wir das verschissene Kaninchen fangen können. Ah, Mann. Schauen wir noch ganz kurz drauf. Geben wir den Tod mal Bescheid. Haben wir immerhin versprochen, dass wir dem auch Bescheid geben. Ja. Wer musste denn jetzt schon dran glauben? Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Was? Was? Ich habe Angst im Dunkeln. Als Gesellschafter verlange ich einen schöneren Sarg. Nee. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Natürlich. Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille. Das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur! Wir brauchen Kanonen! Wenig spät. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Okay. Wir haben jetzt schon mal seinen Zylinder. So. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Okay. Wir müssen trotzdem noch an das Kaninchen rankommen.
Warte mal, das Tintenfass ist schon weg. Schade, ich hätte jetzt den Namen von dem Kaninchen aufgeschrieben und hätte dann gehofft, dass es stirbt. Hätte dann halt meinen Zaubertrick mit dem toten Kaninchen machen müssen, aber naja. Darf da nicht so wählerisch sein. Also ich sehe, hier gibt es gar nichts mehr. Okay, na, dann kommen wir auch wieder raus.